Hallo, vielen Dank für die spannenden Vorträge. Ein paar Nachfragen hätte ich, solange es aus dem Publikum noch keine Fragen gibt. Ich habe den Eindruck, dass das Fernsehen erheblich an Bedeutung gewonnen hat für die Musikpromotion in den letzten Jahren. Kannst du das bestätigen? Nein. Also was mir aufgefallen ist, Werbespots, Trailer, regelmäßig jetzt unten eingeblendet, um welchen Song handelt es sich? Das ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt sozusagen vor 10 Jahren noch nicht gehabt haben. Doch. Nein, also grundsätzlich ist es so, dass das Fernsehen, also ich habe auch für die Sony-Musik früher da diverse Untersuchungen machen müssen, ob es jetzt damals gab es The Dome oder es gab Top of the Pops oder es gab Wetten, dass oder was auch immer. Und es gibt keinen signifikanten, also empirischen wie auch verkaufstechnischen zusammenlegbaren Zusammenhang von direktem Fernsehpräsenz und Verkauf. Natürlich ist es ein Konglomerat und Fernsehen ist ein toller Massenmarkt, der halt ein Gesamtgefühl für Bekanntheit, glaube ich, gibt. Aber direkte Verkaufsauslöse nicht so. Okay, danke. Rico, ich will kein Boulevardjournalismus machen, aber die Beschreibung vorhin, wie der Job konkret aussieht, klingt mir ein bisschen so, als ist er nicht besonders familienfreundlich. Das stimmt, man muss es mögen. Also die Arbeitszeiten sind natürlich nicht unbedingt GZ-konform. Wenn ich am Elbufer unser Roland Kaiser habe, wo wir als Konzertveranstalter mit 35 Leuten arbeiten dort, inklusive Band, und dann kommen unsere Kollegen vom MDR mit 130 Leuten dazu und die diskutieren, ach Gott, Nachtschicht schieben. Man muss schon viel Initiative mitbringen, auf alle Fälle. Danke. Ich habe gesehen, es gibt eine Frage bei Twitter oder eine Frage hier aus dem Publikum. Bitte. Sind Sie eigentlich in den sogenannten Podcasts? Oder hört man ja aus dem Medienbereich relativ selten, dass es dann auch mal nur über eine Bewerbung klappt. Ich habe die Stelle gesehen, habe irgendwie nicht lange gezögert und habe mich darauf beworben. Zum damaligen Zeitpunkt war alles noch relativ unter Verschluss. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da bewerbe. Habe es dann im Laufe des Recruiting-Verfahrens irgendwie gemerkt, dass das tatsächlich irgendwie, dass es um Podcast gehen wird und um eben solche Partnerschaften mit Audiopartnern. Und ja, war dann glücklich genug, dass es geklappt hat. Das war's von Twitter. Hier auf der linken Seite gab es noch eine Frage im Publikum. Dann da vielleicht selbst auch bei euch melden und sagen, wir wollen da gerne mitmachen? Genau, also es gibt natürlich von hier und da schon Anfragen von Leuten, von prominenten Leuten, die das Format irgendwie spannend finden. Wir versuchen dann natürlich trotzdem darauf zu achten, dass es halt für unsere Nutzer passt. Ne? Aber ja, was eine schöne Entwicklung ist, weil wir natürlich noch relativ neu in dieser Content-Kreation sind, ne? Und irgendwie relativ neu in diesem Bereich uns auch bewegen. Und es ist schön zu sehen, dass da direkt so ein Durst dann auch ist. Auch. Dort sehe ich noch eine Hand. Wann wird man als Künstler oder wie wird man denn ein erfolgreicher Künstler? Also ich wollte auch sagen, zum Beispiel wäre ich eine Person, die dann vielleicht dir den Künstler vorschlägt für den Talkomat. Also bei uns gibt es jeden Montag die CDS-Zahlenabteilung, wo alle ganz sehr im Netz gucken, wie viele Tickets hat die Combo jetzt verkauft. Und anhand dieser Steigerung kann man sehen, okay, wer ist gerade ziemlich gut am Markt. Jetzt gab es vor kurzem eine MDR-Sendung, da gab es einen Künstler namens Ben Zucker. Ich habe die Mail bekommen, Rico, wir wollen jetzt Ben Zucker machen. Ich sage, wer ist das, was macht der? Müsste mich selber erstmal gucken und ja, das machen wir jetzt im kleinen Saal der Stadthalle, machen eine kleine Tournee. Dann gucke ich erstmal, was sind das für Locations? Und dann kommt nach der ersten Woche kommen die Zahlen und es wurden 100 Tickets verkauft bei einer Kapazität von 400. Da muss ich schon sagen, alle Achtung, keine Ahnung, was der Kollege macht, aber irgendwann werde ich ihn kennenlernen im Januar und dann haben wir den Saal voll. Also bei uns sind die Indikatoren halt die Vorverkaufszahlen. Wie ist es im PR-Bereich? Im PR-Bereich sind es auch tatsächlich die Media-Control-Verkaufszahlen, die sich aber jetzt über die Jahre sehr geändert haben, weil früher, wie gesagt, war es so, dass ein Album die ersten 6 Wochen verkauft. Und wenn man Glück hat, dann noch länger, aber eigentlich so kann man rechnen, 6 Wochen. Das heißt, die große Anzahl an Verkäufen waren in den ersten 6 Wochen und mittlerweile ist es so, dass es sich über 2 Jahre zieht, weil alle Leute streamen und halt so wie das Nutzungsverhalten ist, dann erst quasi der gesamte Erlöszeitraum nach 2 Jahren eigentlich abgeschlossen ist.
Das heißt, ist auch schwieriger für Plattenfirmen heutzutage geworden. Früher konnte man einen Marketingplan machen, man wusste, man gibt jetzt die und die Kohle aus. Dann hat man plötzlich hat man die VÖ, nach 6 Wochen weiß man, ob es funktioniert hat oder nicht und ob ich Geld verdient habe oder nicht. Und das ist heutzutage nicht mehr so einfach durch Streaming, weil einfach das Nutzungsverhalten so anders geworden ist und auch das Erlösverhalten damit auch so anders geworden ist. Ich glaube ja auch tatsächlich, weil einfach die ganzen Instanzen, die entscheiden, was ein erfolgreicher Künstler ist und was ein beliebter Künstler ist, sich so vervielfacht haben und man ja mittlerweile auch super viele Selfmade-Stars hat im Prinzip, dass es da eben nicht mehr so diesen Ritterschlag gibt, würde ich mal behaupten, oder? Ich finde immer, eine ausverkaufte Location sagt immer, ob jemand erfolgreich ist oder nicht, ob er klein oder groß ist, ist eigentlich egal. Wenn eine Location wählt und die dementsprechend ausverkauft, in welchem Schritt auch immer seiner Karriere, dann ist das erstmal erfolgreich. Ich würde mal Daniel noch versuchen zu entlocken. Wann ist denn ein Podcast erfolgreich bei Spotify beispielsweise? Böhmermann und Schulz, was erreichen die so in der Woche? genau, über Zahlen sprechen wir bei uns nicht. Beziehungsweise intern schon, außerhalb nicht. Ich kann nur sagen, darf ich leider auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, wir sind super zufrieden. Natürlich ist es mit Abstand der erfolgreichste Podcast bei uns. Ich glaube, generell, um das jetzt auszuweiten aus dem Podcast-Bereich, ich glaube generell ist Content immer dann erfolgreich, wenn er die richtige Zielgruppe gefunden hat. Und natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob es ein Erfolg ist, wenn man nur 100 Leute erreicht, aber wenn man genau die 100 Leute erreicht hat, die man erreichen wollte, dann zählt das für mich auch schon als Erfolg. Was sind denn die Themen, die am besten gehen, wenn man es jetzt mal inhaltlich anguckt? Bei uns sehen wir schon natürlich einen Hang zu Comedy und Unterhaltung, was einfach daran liegt, dass wir uns relativ schnell so eine Jan Böhmermann und Olli Schulz Audience irgendwie herangezüchtet haben. Aber danach ist es auf jeden Fall sehr, sehr divers. Also bei uns reicht es tatsächlich von Wissen über Nachrichten und relativ klassische Doku-Formate auch, die alle gleich gut gestreamt werden, gleich viel gestreamt werden und beliebt sind, weil sie einfach die unterschiedlichen sowohl die unterschiedlichen Momente am Tag irgendwie bespielen natürlich. Morgens habe ich vielleicht mehr Bock auf Nachrichten, abends mehr Bock auf Unterhaltung und natürlich auch unterschiedliche Audiences. Wenn ich jetzt Content-Produzent in irgendeiner Form in keiner professionellen Struktur bin, ist es sinnvoll, sich an Spotify zu wenden und zu fragen, ob der selbstproduzierte Podcast eine Chance hat, ins Programm zu kommen? Klar, auf jeden Fall. Also wir arbeiten daran, uns da auch immer weiter zu öffnen, immer und den Katalog, wie ich eben auch in der Präsentation schon gesagt habe, immer weiter zu befüllen und müssen dann noch über ein paar Stöckchen springen, aber wir hoffen, dass es bald möglich ist, dass einfach jeder bei uns seinen Podcast einreichen kann. Ich frage auch an Marc, wird es sinnvoll machen, mich jetzt an dich zu wenden mit einer Platte, die ich aufgenommen habe, in der Hoffnung, du bringst sie für mich ins Radio? Tatsächlich ist ja so, wir kriegen von Künstlern, egal welcher, ob es vom Major ist oder ob es vom kleinen Indie-Label ist oder von einem selbstvermarktenden Künstler, kriegen wir Musik zugeschickt und wir sagen denen halt, okay, das ist halt realistisch und macht Sinn, da PR zu machen, weil im Endeffekt kosten wir Geld, werden für unsere Arbeit bezahlt und ich gebe dem Künstler, wie gesagt, entweder ihm persönlich oder dem Produktmanager oder wie auch immer, einen Horizont zu sagen, okay, das ist und das ist erreichbar mit deinem Künstler und dafür musst du das und das zahlen. Und dann kann er entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Genauso ist es bei einem ganz, ganz eigenen, also beim Künstler, der halt keine Management oder irgendwelche anderen Sachen drumherum hat, ist es trotzdem möglich, wenn man Sachen gut findet, natürlich das zu arbeiten. Und ganz viele Sachen kamen durch, ich sag mal, Milky Chance war, glaube ich, hat man irgendeine Single gemacht, die man irgendwie rausgehauen hat und dann hat es plötzlich Wumms gemacht und es hat funktioniert. Und genauso, also man muss, die professionellen Strukturen müssen nicht immer so groß drumherum sein, damit es funktioniert oder nicht funktioniert. Noch mal die Bitte, wenn es Fragen im Publikum gibt, dort. Also die Frage geht auch wieder an Daniel und zwar, du hast während deines Vortrags irgendwann erzählt, dass die ganzen Partner von dem Podcast auch Daten bekommen, warum jemand den Podcast hört. Wie erhebt ihr diese Daten oder denkt ihr euch das einfach nur aus? wir können zum Beispiel Rückschlüsse ziehen daraus, von wo und wann jemand einen Podcast gehört hat. Ne? Also wir können halt schon sehen, wurde der mobil abgerufen, wurde der von einem Desktop-Gerät abgerufen oder über einen Smart-Speaker. Und dann, wenn du das dann passt mit der Uhrzeit, kannst du Rückschlüsse darauf ziehen, ob derjenige sich gerade auf der Arbeit befindet, ob der oder diejenige gerade im Auto sitzt oder eben den Podcast vorher runtergeladen hat und vielleicht im Flieger war und solche Geschichten. Genau, also wir können jetzt nicht genau sagen, warum, aber wir können Rückschlüsse darauf ziehen, in welcher Lebenssituation er sich befunden hat. Und noch eine Wortmeldung bei Twitter? Ganz genau, noch zwar an Rigo Eifert. Was ist denn das Anstrengendste an so einer Tour bzw. so einer Tourplanung?
Das Anstrengendste ist die Kommunikation mit ganz, ganz vielen Menschen. Und dass sich irgendwie viele festgeklopfte Sachen dann kurz vor knapp wieder auflösen, neu gedacht werden muss. Das ist dann, dass man irgendwie Thema 3-4 Mal anfassen muss. Man sagt, jetzt sind wir durchs Ziel, einmal losfahren und nein, einmal von vorn bitte. Das ist das Schwierigste. Lieben Dank. Danke. Letzte Gelegenheit, wenn es noch Fragen im Publikum gibt. Warum bietet sich das an, einen Podcast über Spotify zu machen, statt eigentlich nur bei YouTube? Weil bei Spotify, da müssen Sie ihn erst annehmen und so Zeug. Genau, daran arbeiten wir, dass es diesen Prozess dieser Prozess nicht mehr so lange ist, damit man tatsächlich seinen Podcast auf unsere Plattform bringen kann. Im Endeffekt würde ich immer jedem dazu raten, wenn er viele Leute erreichen möchte, seinen Content im Zweifel jetzt gar nicht nur auf Podcast bezogen, sondern seinen Content im Zweifel zu versuchen, breit anzubieten. Ansonsten, bei uns erreicht man halt eine bestimmte Zielgruppe, die schon sehr viel Zeit mit unserer App verbringt, die im Zweifel sehr jung ist, sehr tech-affin ist auch. Die erreicht man dann eben über unsere Zielgruppe. YouTube zum Beispiel ist, glaube ich, nicht so der perfekte Use Case für einen Podcast, würde ich behaupten. Also ich glaube, da ist es relativ schwer, das mitzunehmen und irgendwie vorher runterzuladen, solche Geschichten. Aber klar, es gibt ganz, ganz viele Podcatcher-Apps, die wirklich ja, sehr, sehr gut sind. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann da hinten ist noch jemand. Bitte. Eine Frage an Rico Eifert, zwei eigentlich. Und zwar einmal, wie hoch ist euer finanzielles Risiko? Und die zweite, wie abhängig seid ihr bei internationalen Produktionen, jetzt von Tourveranstaltern, Live Nation oder so, jetzt bei Depeche Mode zum Beispiel? Live Nation ist mittlerweile die Konkurrenz, also die arbeiten nicht mehr mit uns zusammen. Da Lieberberg ist ja von CDS zu Live Nation gewechselt, demzufolge kann man dort einen Haken dran machen. Das finanzielle Risiko ist bei den ganzen Ami-Themen ziemlich hoch, definitiv. Also wenn ich nachgefragt werde, ich mache lieber dreimal der Roland Kaiser, also einmal Depeche Mode mittlerweile, weil das irgendwie alles, ja, abgesehen von irgendwelchen, was wir gerade hatten, das Thema familiären Situationen, man bespricht das, ist eine kleine 3-4-Trailer-Produktion, ja, was will ich dann mit so einer Stadion-Tour mit 30, 40 Trailern? Es ist viel Arbeit, es reden viele Menschen mit, ja, demzufolge ist man so, dass einheimische Künstlertum lieber also viel angenehmer. Also es gibt ja diverse Künstler, gerade Roland Kaiser ist halt in Dresden, da geht es nicht darum, ob wir das ausverkaufen, die 4 Shows, sondern wie lange wir dafür brauchen. Und letztes Jahr war es halt so, dass 1,5 Stunden waren die 48.000 Tickets verkauft, mal Ticketpreis netto 40 Euro, kann jeder ausrechnen. Das bleibt ein Jahr lang auf dem Konto liegen. Ja. Danke. Eine letzte Frage unten aus der ersten Reihe. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an alle. Wenn ich jetzt ein abgeschlossenes Medienmanagement-Studium habe, bei wem verdiene ich die meiste Kohle? Oder bin ich davon, was jetzt so der Job ist? Also ausgezeichnete Frage. Einfach mal so ins Blaue. Fangen wir mit der Lego an. Wo spielt das ungefähr? Ja, kommt ganz drauf an, ja, bei wem man anfängt, in welcher Position man anfängt. Ich glaube, in unserer Branche ist es so, dass es wenig direkte Ausbildungsberufe gibt. Es gibt die Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ja, das ist man da halt der Techniker. Dann gibt es halt den Diplom-Ingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik, der Veranstaltungskaufmann, das sind so die typischen Berufe in unserer Branche. Und wenn man dann Medienmanagement studiert hat, ich glaube, das ist dann eher schon dafür gedacht, dass man dann ja, an die ganzen Medien rantritt, Funk und Fernsehen. Marc, im Promotion-Bereich, habt ihr Verwendung für Medienmanager? Ja, prinzipiell schon, logischerweise. Es ist so, in der Musik ist es relativ schwierig, weil nicht so viel Musik, nicht so viel Geld im Markt ist. Von daher sind da auch die Möglichkeiten des Geldverdienens nicht so rosig, sage ich mal. Natürlich, bei den großen Majors gibt es auch genau die gleichen Jobs, die ich frei mache. Die werden okay bezahlt. Ich glaube, wenn man so eine Schnittstelle hat zwischen Social Media, Medien, und zum Beispiel Streaming-Services, da kann noch wirklich sehr gutes Geld verdient werden, weil einfach, ja, weil das einfach ein relativ neuer Markt ist, es auch keine gute Qualifizierung im Gesamtbereich diesbezüglich gibt und man kann da auch relativ schnell aufsteigen und gutes Geld verdienen. Aber die Frage ist ja immer eigentlich nicht, wie viel Geld kann ich verdienen, sondern wie ist meine Kombination aus Spaß an der Arbeit und Geld verdienen? Und das muss jeder für sich selber entscheiden. So. Spotify zahlt bestimmt super.
Habe ich gehört. Du hast mir schon sehr viel vorweggenommen. Ich hätte nämlich auch gesagt, im Endeffekt kommt es darauf an, wie viel Zeit will man investieren, wie will man arbeiten. Ich bin froh, dass ich einen Job habe, wo ich relativ frei arbeiten kann und relativ frei entscheiden kann, wann ich arbeite, wie lange ich arbeite, wann ich aufhöre zu arbeiten, wann ich in die Arbeit komme. Ich habe keine Zeiterfassung. Wow. Ja, bei uns gibt es keine Zeiterfassung und solche Geschichten. Was ein super Luxus ist. Also ich glaube, am Ende ist es wichtiger, sich fair behandelt zu fühlen, gerade im Medienbereich, weil das oft das Gegenteil ist. Ganz herzlichen Dank an die Referenten und vielen Dank an das Publikum fürs Interesse. Danke. Danke.